Herzlich willkommen zurück zu Mario 3D World. Und hier sehen wir Welt Bowser 2, Plessis Dünen Rally. Hier sehen wir Plessi, der mit dem Kopf und dem Körper im Sand steckt. Das ist schon ein cooles Level-Design. Und ich würde sagen, wir gehen da jetzt einfach rein und sagen, dass wir hier kaum Fails machen werden. Wir machen das Ganze natürlich mit Mario. Ist ja klar. Ein schönes kleines Wüstenlevel mit Plessi. Super geil. Oh, die Musik ist schon so triggernd. Gab früher schon Münzen. Yeah. Ah, das haben wir doch einfach verpasst. Oh nein. Jetzt haben wir doch einen Stern verpasst, Alter. Betrug. Aber da fahren wir. Digga, was? Instant gestorben, Alter, und Stern verpasst. Okay. Let's go. Jetzt aber Stern bekommen und die Gomba-Plattform zerstört hier. Geil! Oh man, schön die Massen mit. Und noch 7 Sterne auch hier. Die Münzen wollen auch mitgenommen werden. Wenn ihr im richtigen Moment seht, ist das auch kein Problem. Jetzt passt auf, hier sind Wolken. Damit kriegt ihr den Stern. Hier wird der Weg etwas enger, das ist aber nicht schlimm. Ist dazwischen dieses Level und der Fail war wieder lustig. Oh, hier aber! Wenn man die Bodenstruktur zerstört, kriegt man auch den letzten Stern! So Leute, ich habe ja gesagt, keine bis kaum Fails, ein Fail geht klar, muss sein. Level geschafft. Und hier haben wir noch genug Zeit, um einmal alles zu erkunden in dieser kleinen grünen Oase am Ende der Wüste. Sehr nice. Bestimmt sind hier wieder irgendwelche Geldgegner. Oder? Und hier irgendwo habe ich, glaube ich, auch den Pixel-Luigi gesehen, oder? Hier die kleinen Pusteln. Hier war auf jeden Fall noch ein Pilz. Und die kleinen Vögel. Okay. Oh, Plessi! Hi! Süßer! Oh, das gefällt dir, ne? Oh, zerstören wir das Schild mal! Okay. Auf zum Ziel! Yeah! Das war doch mal allererste Sahne, Leute! Bekommt man richtig Lust? Auf Schokolade! Let's go! Mit Mario! Oh, dieser Schokoladenboden und die Kekse, die hier rumrollen, das ist Prinzenrolle, ne? Ja. So, hier kann man runter. Und das Schild können wir wieder zerstören. Was will denn die große Piranha-Pflanze? Dickerchen! Bam! Erstmal erledigt. Hier können wir mit dem Wandspruch wieder rauf. Oh, Kekse mit Vanillefüllung. Das ist geil, Leute. Ah, du kriegst aber nichts ab. Höchstens die Krümel. Und ich bin nicht zum Naschen da. So, in alter Mario-Manier hier gegenhüpft. Wir brauchen nicht unbedingt unseren Zeiger. Oh, und in der Schokolade eine Pflanze. Wie nice. Oh ja. Jetzt will ich auch etwas naschen. Und wie es das gerade angehört hat, wie bei so einem Perversen. Gib mir den Stern! Okay, alles klar. Ja, in manchen Situationen hätte ich gerne Käppi hier gehabt. Weil dann hätte Mario sie werfen können und seinen großen, schönen, weiten Spruch machen können. Und das dreht sich ja abnormal schnell. Was ist los mit ihm? Boah, jetzt sehe ich das erst. Das hier ist
einen Kuchen quasi. Kuchen mit Schokoladenfüllung in der Mitte und ganz oben Schokoladenfüllung. Alter, da würde ich so gerne reinbeißen, Alter. Oh, lecker. Leute, ihr wollt auch gerne sowas essen, ne? Kuchen, Alter. Schön von Edeka und Penny. Oder frisch gebackener, Omas selbst gebackener Kuchen. Wäre auch nice. Hier ist wieder eine Pixie. Okay, da oben ist eine Glasröhre, Röhrenpost für Mario. Und ganz viele gefrierte Piranhas, die von meinem Arsch was naschen wollen. Boah, der Hintergrund ist nice. Stern schlucken. Sterne, rosa Hintergrund. So, dann gehen wir mal hier rauf. Die Zeit läuft ab. Schon wieder 100 Sekunden vergangen. Ich bewundere das Level hier. Und hier rauf. Boah, das läuft ja perfekt hier. Was? Aber erledigt. So, Dickerchen. Hier eine Portion Bumerang für dich auch. Dann gib mir mal deine Münzchen hier. Zack. Okay, da unten ist ein Stempel. Dann müssen wir die Ameisen ihren Helmen nehmen. Dann müssen wir besiegen. Stachelhelme haben sie auf dem Kopf, ne? Oh, da war der Pixel Luigi, Leute. Da war der Pixel Luigi. Münze. Und keine Fails hier in diesem Level. Bleibt es bei einem Fail? Keine Ausraster in dieser Folge, Leute. Sehr, sehr ungewöhnlich. Auf jeden Fall ist da unten noch was. Komm mit Skill. Mario hat es halt drauf. Ich sag noch, war das eine Fail, aber ja. Die Ampel hat mit blau. Blau. Ich sagte eben noch, mit Skill will er hier runterfallen. Aber dann nutzt er immer die Röhre, Alter. Aber jetzt hat er es gerade noch so geschafft, auf den letzten Frame hier stehen zu bleiben. Ja, ja. Und dann holen wir uns mal den zweiten Stern hier, ne? So. Sehr geil. Die Keksrolle. So, und diese Steinchen hier müssen eigentlich, die Wand muss aus Schokolade sein. So. Plattenschokolade halt. Ja. Kein Wunder, dass sich hier so viele Gegner scharen. Die wollen natürlich alle so viel naschen. So vom Spaghetti-Monster und, ihr wisst Bescheid. Seht ihr das Ziel bitte unten? Da müssen wir hin. Rennt nicht sofort ins Ziel. Oh, und dieser Kuchen. Ich muss mir Kuchen kaufen oder Kuchen backen. Irgendwas. So. Nicht ins Ziel. Jetzt noch ein Long Jump. Hier gibt es nicht nur Münzen. Hier gibt es auch noch Zeit. Wir können nämlich jetzt ganz in Ruhe alle Münzen einsammeln und den Stern holen. Und das hier ist eine riesige Zitronentorte mit oder Eierkuchentorte mit Guss. Und einen kleinen Hasen. Der wird mir wieder eine Hasen veranstaltet. Bleib stehen. Yeah. Er hat also meinen Stern. Ich dachte, man muss hier in die Röhre erst rein, aber nein. Und hier fliegen ganz viele kleine Sterne herum, habe ich gerade gesehen. Guckt euch das mal an. Fällt euch das auf? Ja, ne? Sehr nice, Alter. Also, okay. Mit Kuchen und Keksen ist es jetzt vorbei. Sturm auf Rosa Schergenexpress. Jetzt wird es ernst. Welt Bowser zuckt. Hier werden wir schon mit jedem seiner Schergen zu tun bekommen. Das Ganze mache ich mit dem Künstler Luigi, damit wir nochmal auf unsere fähigen Kosten kommen.
Ich hoffe, ich bereue es nicht. Wir starten mit dem Bumerang, Luigi. So, jetzt erstmal hier ganz, ganz, ganz schnell rauf. Und wir kriegen den Stern nicht mehr. Und dann da ganz schnell rauf. Jetzt. So, wie geht's mit deiner Feuerblume, Bro? Alles klar. Ja, damit der kleine Mistkerl sie mir gleich wieder nimmt, ne? So, hier ist ein Kulis. Oh, ein Münzblock. Ich hoffe, die haben keine Sterne für uns. Okay. So, hier waren Sterne. Der zweite. Okay, ich habe was verpasst. Ein Stempel. Doch egal. Den hole ich nach. Den hole ich nach. Jetzt erstmal gucken, wer hier vorne auf dem Zug Platz genommen hat. Gibt es hier den Pixel Luigi? Nein. Aber natürlich. Oh doch, 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 doch. Guck mal da. Hier an der Wand. Da unten an der grünen Wand. Da sitzt der Pixel Luigi. So, der Feuerwehr hat keine Chance. Ich liebe Luigi's Sprung, wenn er hochspringt. Er springt einfach mal noch ein gutes Stück höher als Mario, auch wenn er immer so rumrutscht. Das ist sein Vorteil, ja? So, Luigi, du bist in der Pflicht. Mit dem Bumerang können wir die Fakes sehr schnell eliminieren, aber wir müssen natürlich das Original treten. Denn im Original juckt mein Bumerang gar nicht. Natürlich steht sie da ganz hinten, Alter. Sie ist voll die schlaue Lamm. Ich dachte beim Challenge schon eher daran, dass jetzt hier auch Bum-Bum zu finden ist und so weiter. Aber ja, war wohl nur Pum-Pum. Naja. Vielleicht später. Das war so ein Ziel. Und dann gibt es vielleicht nochmal kurz Zusammenschnitte von all den Dingen, die wir vergessen haben. Hoho! Das ist natürlich ein wenig Spekulatius. Zuallererst im Welt 1, 2. Da haben wir die Zielmastflagge vergessen. So, das Wort wieder mal bubble. Und die holen wir jetzt eben mal nach. Was hiermit erledigt wäre. Und seht ihr diesen tollen Regenbogen da hinten? Ist der nicht awesome? Und in Welt 4, 3 wollen wir noch einen Stempel nachholen. Deshalb sind wir jetzt mit Luigi hier im Level der 1000 Pixel Luigis. Jo, und ich muss sagen, ich habe so geskillt wie noch nie, muss ich mal sagen. Mit seinen Sprüngen ist das ja auch nichts einfach. So, dann holen wir uns noch die fünfte Kirsche. Spring nochmal einen zurück. Wir müssen das alles intakt machen, so wie im Musikunterricht. Und ich glaube, hier ist es schon. Ja. Diesmal ist er unser, Leute. Diesmal ist er unser. Ich
König Klumps Kastell ist der letzte heutige Stern, den wir noch holen. Und am Ende des nächsten Parts werden wir weitere Level vollenden, die wir noch nicht vollendet haben. Hier war der letzte Stern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Mario 3D World. Und schaut euch jetzt noch dieses Video hier oben an, ihr werdet es nicht bereuen. Viel Spaß damit und ciao.